endlich ist es mal wieder soweit. Du hast es gerade schon in dem wunderbaren Zusammenschnitt gesehen. Es dreht sich heute mal wieder um ein Fotobuch. Und ja, es ist ganz, 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 ganz lange her, dass ich ein Fotobuch getestet habe. Und dieses Mal, das schon mal vorweg, dreht es sich nicht um einen Fotobuchhersteller, den du wahrscheinlich schon kennst, beziehungsweise um einen, den ich schon mal getestet habe. Heute ist es ein ganz neuer Fotobuchhersteller und ja, der stellt selbstverständlich nicht nur Fotobücher her, der macht auch vieles anderes aus deinem Foto, damit du zu Hause viel mehr mit deinen Fotos anstellen kannst. Kurzum, zno.com. Das ist der Fotobuchhersteller dieses wunderbaren Fotobuches und ja, wie du unschwer erkennen magst, ist das natürlich nicht das Fotobuch, sondern das ist die Verpackung. Ich dachte mir nämlich, muss ich ehrlich gestehen, bevor ich jetzt in Anführungsstrichen ein ganz normales Fotobuch erstelle, mir das schicken lasse, sollte es schon etwas Besonderes sein, was man vielleicht zu einer Hochzeit verschenkt oder einem Künstler in die Hand drückt, der später noch genau weiß, alles klar, das ist von dem Fotografen und der hat das so zusammengestellt, dass es einfach eine wunderbare Geschichte ist. Schlussendlich ist das hier ein Album-USB-Set. Bedeutet also, dass du 3-in-1 hast, was wiederum dazu führt, dass du in meinen Augen sowas Stand jetzt noch nicht wirklich bei vielen anderen Fotobuchherstellern vorfindest. Wenn ich darüber nachdenke, dass ich bei den letzten Hochzeiten, bei denen ich Fotograf war, danach ein Fotobuch erstellt habe, bei selbstverständlich einem anderen Fotobuchhersteller, habe ich zusätzlich bei einem anderen Hersteller USB-Sticks käuflich erworben. Das hat quasi mit diesem Fotobuchhersteller ein Ende. Also ZNO packt das alles zusammen in dem Album USB-Set. Selbstverständlich gibt es da noch andere Fotobücher, die du bestellen kannst und so weiter und so fort. Aber ich habe mich dazu entschlossen, weil ich wissen wollte, wie die Qualität ist. Und selbstverständlich habe ich es so gemacht, wie ich es auch bei den anderen Fotobuchherstellern gemacht habe. Ich habe mich zuerst an den Kundensupport gewendet und habe nachgefragt, wie lange wird es dauern? Was muss ich alles beachten? Muss ich eine App runterladen? Was muss ich tun, damit am Ende genau das Ergebnis erzielt wird, wie ich es mir vorstelle. Und man muss schon sagen, innerhalb von wenigen Stunden bekam ich immer eine Antwort auf meine Frage. Und das war schon sehr, sehr gut, beziehungsweise ist für diejenigen, die halt grundsätzlich immer irgendwie eine Frage haben, sehr, sehr gut, dass man nicht, ich sag mal, 3 Tage auf eine Antwort warten muss, sondern innerhalb von wenigen Stunden hast du deine Antwort auf deine Frage und kannst somit sicher sein, dass du definitiv ganz, ganz schnell dein Fotobuch auch erstellen kannst. Ich habe mich, wie gesagt, für das Album USB-Z entschieden. Was bekommst du, wenn du dieses Set auswählst? Also, es ist ja eine 3-in-1-Geschichte. Das bedeutet also, du bekommst nicht nur diese tolle Klemmstell-Präsentationsbox, die wirklich sehr, sehr gut verarbeitet wurde. Zudem darfst du dir die Farbe selber aussuchen. Das heißt also, du bestimmst die Farbe, wie es auszusehen hat. Ich habe mich für diese Farbe entschieden, weil mein Design in eine ähnliche Farbe eintaucht, kann man so sagen. Also das, was ich im Fotobuch verarbeitet habe, hat eine ähnliche Farbe, ist ein Ticken dunkler als das, aber kommt schon nah an diese Farbe heran. Von daher konnte ich nicht anders und musste es auch in diesem Farbton bestellen. Ich hoffe, man erkennt es. Die Struktur ist natürlich eine sehr, sehr schöne Struktur. Es fässt sich auch wirklich sehr, sehr gut an, so dass man definitiv eine wunderbare Präsentationsbox hat. Und wenn wir das Ganze jetzt mal aufschlagen, wirst du merken, dass die Kombination aus allen 3 Sachen perfekt zueinander passt. Also der USB-Stick, das Fotobuch und selbstverständlich die Präsentationsbox. Hier wäre es vielleicht nicht verkehrt beim Brautpaar, also wenn man einem Brautpaar so etwas schenken möchte, dass man hier noch vielleicht nochmal einen kleinen Spruch reinschreiben könnte. Geht leider nicht, aber vielleicht wird das irgendwann mal machbar sein. Dann der USB-Stick. Den USB-Stick hast du in 2 Variationen. Einmal kannst du den in Gold oder in Silber bestellen und zum anderen gibt es den in 32 oder 64 GB. Was aber viel schöner ist als die Größe des Sticks bzw. die Farbe des Sticks zu wählen, ist, du kannst entweder ein Bild oder einen Text drucken lassen. Ich habe mich für ein Bild entschieden, du erkennst Joris hier in klein. Du hättest aber auch die Möglichkeit gehabt, hier einen Text erscheinen zu lassen, beispielsweise die Schrei-es-raus-Tour als Text oder die Initialen des Brautpaares, welches du beschenken möchtest, beispielsweise A und P. Dann das Fotobuch.
Beim Fotobuch hast du viele verschiedene Möglichkeiten. Unter anderem kannst du das Fotobuch in 5 verschiedenen Größen bestellen. Du hast die Möglichkeit, zwischen 2 Coverarten zu wählen. Einmal Kunstleder und einmal Leinen. Weiterhin hast du die Möglichkeit, wenn du beispielsweise, wie ich, einen Text hier aufschreibst, dass du diesen veredelst. Dafür gibt es 8 Variationen, unter anderem Gold, Goldrosé, Goldmatt und so weiter und so fort. Ich habe mich hier für Gold entschieden, weil ich das einfach sehr, sehr passend zu meinem Cover fand. Auch das muss nicht unbedingt sein. Also dieses Bild, was du hier siehst, muss nicht sein. Das kann. Also du hast die Möglichkeit, auch dem Cover ein Bild zuzuteilen beziehungsweise auf dem Cover ein Bild zu setzen. Ich dachte mir so, um halt gleich zu zeigen, worum es sich dreht, also um ein Musical, um ein Konzert, Eventfotografie, wie auch immer, ist das halt sehr, sehr passend gewählt. Muss nicht sein, kann sein, kostet selbstverständlich dann wiederum ein bisschen mehr, aber nichtsdestotrotz macht es auf jeden Fall was her. Zudem musst du entscheiden, ob du 20 oder 30 Seiten in diesem Fotoalbum haben möchtest. Ich habe mich für 30 Seiten entschieden, weil ich auch einfach 30 Seiten im Design schon vorbereitet hatte. Und von daher wollte ich jetzt nicht unbedingt auf 20 Seiten wieder runtergehen. Die Entscheidung fiel mir auch nicht einfach, gerade bei der Bildauswahl, weil ja die Tour, Schrei es raus Tour 2019 mit Joris, eine sehr, sehr krasse, intensive Zeit war. Also ich habe viel erlebt, ich war in vielen Städten mit Joris. Ich hatte viel Spaß, danke nochmal an der Stelle an Joris selbstverständlich. Und habe nicht nur Bilder von der Bühne mit den Fans, Bilder von Joris und der Band und so weiter und so fort gemacht. Selbstverständlich auch im Backstage sind Bilder entstanden oder mal so zwischendurch sind Bilder entstanden. Und eine kleine Auswahl an diesen Bildern ist in diesem Fotoalbum gelandet. Und ja, es ist ein Unikat, also dieses Fotoalbum wird es so nicht nochmal geben. Dazu mehr am Ende. Nochmal zu der Auswahl, die du bei dem Fotoalbum hast. Du kannst die Vakanzseite selbstverständlich aussuchen in schwarz oder in weiß. Ich habe mich für weiß entschieden, weil es für mich vom Design her einfach die bessere Wahl war. Da wir jetzt hier schon bei den Seiten sind, beziehungsweise eher bei der Blattauswahl, könnte man sagen, die Blattdicke, die Seitendicke, die Seitenstärke liegt bei 0,8 mm. Und das ist schon wirklich sehr, sehr dick, muss man dazu sagen. Und macht auch was her, wenn man es blättert. Also das macht schon wirklich sehr, sehr viel Spaß. Zudem, und das ist für mich die größte Stärke bei diesem Albumset bzw. bei diesem Fotobuch, das Fotopapier ist das Lustre Fotopapier. Also eines der krassesten Fotopapiere, die wir mit Fotos bedrucken lassen können. Denn alleine schon diese edle Oberfläche erinnert mich so an das klassische Laborbild, was man früher halt dann wirklich entwickeln lassen hat. Dann hat man das irgendwann abgeholt und dann dachte man so, krass. Einfach nur richtig geiles Papier. Also reflektionsmindernd ist es zudem. Dann kannst du, falls mal ein Tropfen auf das Papier gerät, was ja auch passieren kann durch irgendwelche Umstände, kannst du es locker und fluffig abwischen. Die Bildqualität ist wirklich sehr, sehr nice. Also eine wirklich sehr, sehr brillante Bildqualität. Optimaler Kontrast, ein sattes Schwarz, also wirklich ein richtig geiles Schwarz. Zudem feine Farbtondifferenzierung. Also das, was dieses Papier hergibt, ist schon wirklich sehr, sehr gut. So, und ich will dich jetzt auch nicht lange auf die Folter spannen. Ich hole jetzt mal das Fotobuch heraus und hoffe, ich kann dir ein bisschen was zeigen. Also so, dass du das irgendwie halbwegs erkennst. Ich habe jetzt hier schon über das Cover gesprochen. Du kannst selbstverständlich auch auf den Buchrücken kannst du nochmal etwas drucken lassen. Hier habe ich jetzt nochmal den Namen der Tour hingeschrieben und auf dem Buchcover habe ich meine Webseite drucken lassen. Und wenn wir das Ganze aufschlagen, dann wirst du erkennen, dass bei diesen beiden Seiten, was ja früher mal bei einem Fotobuchhersteller, ich erinnere mich, bei einem Fotobuchhersteller konnte ich die Seite schon bedrucken und auch diese. In der heutigen Zeit, was ich jetzt vor kurzem gesehen habe, ist, diese Seite lässt sich gar nicht mehr bedrucken, aber ich kann mit dieser Seite auf jeden Fall anfangen. Das wäre auch okay gewesen, wenn ich nicht in meinem Fotobuchdesign, also was ich vorher angelegt habe, nicht schon so angefangen hätte, dass ich hier ein Bild haben will und hier ein Bild haben will. Und zum Glück muss ich dazu sagen, dass bei ZNO es die Möglichkeit gegeben hat, dass ich auch wirklich so anfangen durfte mit 30 Seiten. Bedeutet also, wenn ich es wirklich aufschlage, dann geht das Ganze so los. Du siehst also eine kurze Information über mich als Fotografen und dann das erste große Bild, was sich über eine ganze Seite erstreckt, von Joris. Mein Lieblingsbild von dieser Tour, ich hoffe, man erkennt es, dass das Papier wirklich sehr, sehr schön ist und selbstverständlich das Schwarz wunderbar herüberkommt und man wirklich ein richtig krasses, geiles Foto hat, so wie ich es selbstverständlich auch auf dem PC bearbeitet habe.
Und so zieht sich das Ganze auch durch. Also hier nochmal die Blattstärke, falls man das halbwegs erkennt. Es ist schon wirklich sehr, sehr nice. Dann muss man dazu sagen, ich habe mich, wie gesagt, entschieden, eine Farbe zu wählen. Und das ist die Farbe, die ich im Design gewählt habe. Deshalb ist auch die Präsentationsbox und das Fotoalbum in einer ähnlichen Farbe. Leider gab es die Farbe so nicht. Schade eigentlich, das wäre richtig perfekt gewesen. Oder ich hätte das hier auch nochmal anpassen können. Aber dafür war ich ehrlich gesagt viel zu faul. Ja, wie du erkennst, pass auf, das zeige ich dir auf der nächsten Seite, ist es auch so, dass du ein Bild über zwei Seiten strecken kannst, weil die Falz geht einfach gerade weg. Also sie knickt nicht ein, wie man das vielleicht von ein, zwei Fotobüchern kennt. Also dieses Lay-Flat-Design ist hier auf jeden Fall auch am Start. Das bedeutet also, du kannst halt ein Foto über zwei Seiten ziehen, wenn du das möchtest, musst du selbstverständlich nicht. Aber es verschwindet halt nichts vom Bild und das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Ja, wie gesagt, also hier stecken auf jeden Fall Bilder drin, die es so auf der Tour Social Media mäßig noch nicht gegeben hat. Also die hat man dort noch nicht gesehen. Ich verrate jetzt nicht, welche Bilder das sind. Die Leute, die dabei waren, beziehungsweise den Joris Social Media Kanälen folgen, wissen sicherlich, oh, das Bild habe ich noch gar nicht gesehen und dieses Bild habe ich noch gar nicht gesehen. Auch das kenne ich auch noch nicht. Und was ich hiermit bezweckt habe, ist selbstverständlich, dass man hier dann später nachlesen kann, wenn man halt sehr, sehr fotointeressiert ist. Okay, das Bild mit Joris auf dieser Seite hier wurde am 21.06.2019 in Wien geschossen mit der Sony Alpha 3, einem Canon EF 24 bis 105 mm F4 IS 2 USM Objektiv geschossen bei einer Blende von 4.0, einer Verschlusszeit von 1/320 und einem ISO-Wert von 200. Für viele sicherlich nicht so interessant, aber wenn man mal wissen will, wie ich diese Fotos geschossen habe, dann kann man das hier auf jeden Fall nachverfolgen. Warte, ich suche noch mal kurz ein Bild, bei dem man noch mal etwas mehr vom Papier zeigen kann. Ich versuche es mal noch mal. So, ich hoffe, man erkennt es. Also, ich habe ja vorhin schon gesagt, reflektionsmindernd. Hier stehen gerade zwei Lichter links und rechts neben mir. Und da war gerade ein bisschen Licht zu sehen. Also du merkst schon, dass die Qualität dieser Seiten, dieser Blattauswahl, dieses Fotopapiers schon wirklich sehr, sehr nice ist. Also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr stark begeistert von diesem Fotoalbum. Ich finde das Papier einfach auch Bombe, muss ich ehrlich gestehen. Diese Farbwiedergabe ist einfach bombastisch. Also ich freue mich einfach. Und zu guter Letzt, selbstverständlich, der Preis. Ich sehe es dir an. Darauf hast du jetzt die ganzen Minuten gewartet. Wie teuer wird denn der ganze Spaß? Und ich nenne dir jetzt hier keinen Preis. Denn der Preis fällt selbstverständlich wie bei jedem anderen Produkt unterschiedlich aus, je nachdem, wie du das Ganze konfigurierst. Das, was ich dir sagen kann, ist auf jeden Fall, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis, also das, was du für dein Geld bekommst, ein sehr, sehr nices Verhältnis ist, beziehungsweise ein sehr, sehr gutes. Denn für dein Geld bekommst du ein qualitativ hochwertiges Produkt. Und bei mir das Fotobuch inklusive der Klemmstellbox und des USB-Sticks. Und ja, wie vorhin auch gerade schon erwähnt, dieses Bild, was du hier siehst, kostet extra. Die Textveredelung, also egal ob du sie in Gold, in Mattgold oder was auch immer nimmst, kostet extra. Der USB-Stick, je nachdem in welcher Größe du ihn nimmst, kostet unterschiedlich. All das sind Dinge, die du beachten musst. Dadurch variiert selbstverständlich der Preis. Aber das ist bei jedem Fotobuchhersteller nicht anders. Je nachdem, wie viele Seiten du nimmst, je nachdem, was für eine Coverart du nimmst und so weiter und so fort, ändert sich der Preis. Trotz alledem muss ich dir ehrlich sagen, bin ich sehr, sehr zufrieden mit diesem Fotobuch. Und ich wiederhole es jetzt nochmal, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich sehr, sehr gut. Und deswegen solltest du als Fotoanfänger ZNO mal ausprobieren und besonders du als Profi-Fotograf oder als gehobener Fotograf, der sich jetzt nicht mehr als Fotoanfänger bzw. als Hobbyfotografen sieht, der gerne mal Fotoprodukte auch seinem Kunden schenken will nach einem Auftrag oder sonstiges, sollte ZNO ausprobieren, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach sehr, sehr gut ist und die Qualität wirklich stimmt. Und ja, ich kann leider Gottes nichts anderes sagen, denn ich bin wirklich überzeugt. Nicht nur von der Verarbeitung her, auch selbstverständlich, weil das lustre Fotopapier verwendet wird, was in meinen Augen eines der besten Fotopapiere ist, die es gibt. Und da kann mir der eine oder andere, der jetzt hier sicherlich das Video guckt, auch sagen, ja, Milo, da hast du recht, genauso schaut es aus. Von daher ist es preislich nicht viel anders, als wenn du es beispielsweise bei anderen Fotoherstellern, und ich möchte jetzt keinen Namen nennen,
bestellst. Also, gib den Ruck und probier es einfach mal aus. Und ich kann auch sagen, wenn das Fotoalbum bei dir zu Hause ankommt, dann bist du sicherlich auch sehr, sehr glücklich, denn ich verlose dieses Unikat. Also, wie gesagt, das Unikat besteht aus der Präsentationsbox, den USB-Stick und dieses Fotoalbum. Dieses Fotoalbum gibt es so nur einmal und wird danach auch nie wieder so gedruckt werden, genauso wie dieses Fotoalbum. Das ist selbstverständlich, wie du siehst, schon am Cover ein ganz, ganz anderes Fotoalbum, beinhaltet aber dieselben Fotos. Dieses Fotoalbum gibt es gerade dreimal. Von den drei Fotobüchern geht eins direkt an Joris, den Künstler, als Dankeschön, dass ich dabei sein durfte bei der Tour 2019. Und die anderen beiden, die gehen an dich oder an dich oder an dich raus. Plus vielleicht ein kleines Extra, wenn eine gewisse Person, die auf diesen Bildern zu sehen ist, auch Zeit hat. Wir werden es sehen, ich werde es sehen, ihr werdet es sehen, du wirst es sehen. Was du dafür tun musst, ist ganz, ganz einfach. Entweder, wenn du dieses Video gerade auf YouTube oder auf Instagram schaust, das Video liken und einen Kommentar schreiben. Und dann kann ich nur sagen, viel, viel Glück. Die Teilnahmebedingungen stehen auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Dieses Gewinnspiel wird genau 7 Tage andauern nach Veröffentlichungsdatum dieses Videos. Kann dabei nur hoffen, dass zahlreiche Kommentare auf Instagram und auf YouTube unter dem Video landen. Und das Tool, welches dann die Gewinner heraussuchen muss, also ich werde da selbstverständlich ein random Internet-Online-Tool nutzen, um den Gewinner, die Gewinnerin herauszupicken. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wer es am Ende wird. Für heute kann ich nur hoffen, dass dir das Video über dieses Fotobuch. Ich hoffe, ich konnte dir einen Anreiz geben, mal bei ZNO vorbeizuschauen und dir vielleicht auch ein Fotobuch auszusuchen, es zu bestellen, es dir nach Hause schicken zu lassen und dich am Ende wirklich übelst freuen. Ich kann dir also nur raten, einfach mal zu testen und dann kannst du mir sagen, ob du der gleichen Meinung bist oder auch nicht. Ich meine, du kannst mir auch jetzt schon sagen, ob du der Meinung bist, dass das Fotoalbum sehr, sehr toll ist und so weiter und so fort. All das gerne unten in die Kommentare. In der Videobeschreibung gib selbstverständlich den passenden Link, damit du auch zno.com findest. Also klar, das ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber den Link gibt es trotzdem unten in der Videobeschreibung. Und ja, für heute wünsche ich dir dann noch einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, was auch immer. Wir sehen uns demnächst wieder. Mach's gut, mach's besser. Ciao, ciao.